Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Origins. Der Vogel schläft hier, aber wir wollen ihn wecken. Denn wir wollen mal so langsam rausfinden, wie man ihn bekämpft. Die ersten beiden Phasen sind ja klar und auch ziemlich offensichtlich. Aber wie es danach weitergeht, ist mir ziemlich schleierhaft. Oh Gott. Das hier war mir unbekannt. Ich hatte ihn immer vorher noch einmal erwischen können. Aber naja, gut. Damit haben wir das auch einmal gesehen. Kann ja an und für sich nicht schaden, das im Video drin zu haben. So. Boah. Das war knapp. So. Gut. Na los, nun matsch schon an der Decke. So. Hier vorsichtig sein. Am besten hier unten hin. So. Damit kann ich mir einiges an Zeit sparen. So. Nein, doch nicht. Stampfattacke, Mensch. Das habe ich doch nie gedrückt. Doch, ich habe es gedrückt, aber ich wollte es nicht drücken. Ich wollte ihm einfach nur so eine rein. Donnern. So. Hoch. Damit haben wir das sogar mal erwischt. So. Dieselbe Prozedur wie in jedem Kampf. The same procedure as last battle, Miss Vogel. The same procedure as every Kampf. So. Wieder nach unten, damit wir einen günstigen Start haben. Warten, bis die anderen Stachelvögelchen hier aufgetaucht sind. So. Mist, also dort tue ich mir nur selber weh. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich dort Schaden machen soll. Ich bleib jetzt wieder hier. Also es muss ja ganz eindeutig hier sein, weil jetzt fängt es ja wieder von vorne an. Der Kampf. Also diese Phase. Es muss ja irgendwas hiermit zu tun haben. Und ich würde einfach mal vermuten, dass ich denn gleich da irgendwie auf die Augen schlagen muss oder so. Danach habe ich noch eine, falls das nicht funktioniert, habe ich noch eine Theorie, die ich danach ausprobieren möchte. Au, na los. Hoch wieder mit dir. So. Aber erstmal möchte ich das, versuchen, da auf die Augen drauf zu schlagen. So. Hier haben wir unser Herz wieder. Jetzt können wir hier wieder runter. So. Hoch. Rum. Und warten. Nein, das ist es definitiv nicht. Keine Ahnung, wie man es denn richtig macht. So. Hier am besten warten. Und hochfliegen. Hallo? Flieg mal weiter. Nee. Absolut keine Ahnung, wie man das macht. Absolut keinen Anhaltspunkt. So, hoch hier. So. Eine Schiff.
schöne Kopfnuss. Und runter. So, Menschenskinders. Und hoch. Wie immer. Ah, okay, gut, ich weiß es. Immerhin jetzt. Wie es geht. Zuerst hinten an den Schwanz dranhängen. Oder was auch immer das sein soll. Und danach denn hoch und an der Zunge den sich denn dort bildenden Genubbel zerschlagen. Das ist aber auch... Das war jetzt dumm, ich war falsch rum. Das ist aber auch... Da muss man erstmal drauf kommen. So. Und da wurde ich mit erwischt. Naja. Gut. So, jetzt nochmal etwas konzentrierter hier rangehen. Es kann doch nicht sein, dass ich so ewig hier für diesen Kampf brauche. So. Hep. Und hoch. So, in die richtige Richtung gucken, damit ich die Vögel noch abwehren kann. Also zumindest den einen Vogel, der mich wirklich hier irgendwie interessiert. So. Hier hin, beziehungsweise nicht hier hin, sondern hier schon mal runter. Hallo? Und da flog er nicht weiter. Was zum Teufel war das denn jetzt? Da hat er einfach aufgehört zu fliegen. Der Doofe. So. Hoch. Jetzt komme ich noch nicht mal mehr zur dritten Phase. Das ist ja eigentlich schon peinlich. So. Zweite Phase erledigt. Und jetzt hier auch definitiv weiterfliegen, Raymond. Ja, gut. Es sieht so aus, als würde das tatsächlich machen. So. Meine Güte. So. Hier rum. Dann hier ran. Dann hier hoch. Und das alles in der Zeit. Und drauf da. Hui. Geschafft. Na, Gott sei Dank. Ich bin frei. Nein, du bist nicht vom Baum gefallen. Okay. Einen weiteren Elektron kriegen wir dank der Lumpzahl. Immerhin. Und ja, weiter. Zurück zur Lichtung der Träume. Und damit haben wir schon zwei der Endgegner besiegt. Und doppelte positive Energie fließt nun dorthin. Als nächstes geht es nicht ins Leckermauerland, sondern in süßliche Seen. Aber ich würde sagen, die Drachensuppe sehen wir uns erst beim nächsten Mal an. Auch wenn dieses Video jetzt ein klein wenig kürzer ist. Aber das reicht doch erstmal wieder mit für Rayman Origins. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst einen Daumen hoch und einen wunderschönen Kommentar da. Ich würde mich richtig darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es heißt Drachensuppe. Klingt ja lecker. Und vielleicht schaffen wir ja auch schon bei der nächsten Aufnahmesession dann gleich den nächsten Boss. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.